Jens spart die Muni, ne? Wenn alle ist, ist alle. Ja gut, das wird jetzt kurz erstmal machen. Ach Gott, wir sind eben konzentriert. Caterpillar Blink, Black springt. Es läuft aber tatsächlich bis jetzt besser, als ich dachte. Ja, bisher ist es nur einer, der uns immer wieder angreift und so wahnsinnig ist. War das nicht vorhin noch ein anderer? Ja, vorhin war noch ein anderer. War nicht der gleiche jetzt. Also ja, jetzt gerade der Startzang war der, der abgestürzt ist, auf den Boden knallt ist und davor, den wir abgeschossen haben, das war jemand anders. Junk hat auch gesagt, good fight. Naja, geschrieben? Good fight, drei Fighter gegen zwei, na, beziehungsweise eine Cat. Ah ja, ouch, good fight. Hier, Handdüse an alle, Caterpillar Black oder? Jetzt im Landeanflug auf Jumptown. Hast du da geflogen? Nee, es war okay, oder? Talon. Ach, das war eine Talon? Ja, deswegen ja, war die so. Bei dir auch auf deinem Monitor rechts. Alter, scheiß, die waren da, ne, die war ganz schön schnell. Ja, ich konnte das nie sehen hier. Das Display ist mir zu klein, ey. Ich will nicht, warum dieses kleine Display noch hier. Verstanden. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, weißt du? Meine Augen sind so schlecht hier. Ich kann, so, ich, die ganz kleine Schrift kann ich gar nicht lesen. Die Cat Rat ist jetzt hinter uns. Ja, noch Target hast du gesagt. Also, die ist auf dem Weg. Ey, bitte crash das Ding nicht, ne? Wir sind ziemlich schnell, wie ich sehe. Ja, bei 8 Kilometer fange ich an zu bremsen. Bei 800? Bei 8 Kilometer. Ach so. Vor dem Ziel? Ja. Ich geb immer Vollgas, Vollschub und nimm Schub bei 15 Kilometern raus. Und dann lande ich eigentlich ziemlich direkt da drüber. Ja, ich mach immer halbe Geschwindigkeit bei 8 Kilometern raus. Ah, okay. Ja, guck. Macht Sinn, ne? Fast halbiert. Ah, jetzt sind wir bei 1500 Meter und ich bin jetzt bei SCM Speed. Na, ob der nochmal kommt? Der Typi? Wir haben auch kein Landepad, scheiße. Nein. Gibt's hier auch noch nicht. Also, ich würde eine Station anfliegen mit Landepad, wenn ihr wirklich gar keine Munition mehr habt. Ich mal hin. Oh, Touchdown. Okay. Ne, beim Bob ist da schon gar keine Munition mehr drin, oder? Oder hast du noch? Bob, bist du alle? Oh, ich habe auf der falschen Seite geparkt. Das heißt, ich darf jetzt einmal draußen rumbuckeln. Ich muss jetzt eh auf die Red warten, sonst kann ich sie nicht entladen. Was zur Absicherung auf der. Ah, die ist 3000 Meter hinter uns. 3000? Dann müsste sie ja jetzt gleich kommen. Ja, ich sehe sie schon, wie sie größer wird. Kann ich mich halt doch beeilen. Bob, das ist nicht dein Turm. Das ist mein Turm. Hier gleich über drei. Und ich dachte, du machst was anderes, aber okay. Boah, die wirft einen Staub hier auf, ey. Ja, ja, hier kommt schon ein bisschen was raus, ne? Oh, ob ich da nachher wieder reinkomme? So, die Beschützer kommen gerade bei Jumptown oder besser gesagt bei Jela an. Ja, so verstanden. Ich hatte auch schon meine. Ich brauche wie mal. Eskorten sind jetzt auf dem Weg. Okay. Catred ist auch gelandet. Jetzt kommen die erst, oder was? Ja, genau. Okay. Düse, lauf doch mal ein bisschen schneller. Nö, nö, ich mache das jetzt hier gemütlich. Oh Gott, hier aber bei Jumptown ist schon wieder dieser komische Soundbug, wo die ganze Zeit irgendwie einer auf irgendwas rumhämmert. Ich glaube, ich muss der Macht wieder da. Starjunk hat übrigens noch Puff gemacht, bevor wir gegangen sind. Habe ich mir irgendwie fast gedacht. Krücken, ey. Das geht schon gut. Ich muss noch passen, dass ich im Flur nirgendwo hängen bleibe. Ich glaube, wir kriegen gleich wieder Besuch von der Starrunner. Meinst du? Dr. Heck. Wer geht denn bitte mit einer Starrunner? Der uns gerade beschossen hat, ist wieder da. Ja. Wo ist er? Feindliche Starrunner in Anflug. Oh, da hinten kommt er, ja. Navy Dr. Hacker, ja, das ist er. Check, verstanden, ich bin unterwegs. Oh ja, der beschießt uns. Ja, schießt mit ballistisch. Düse, ich geh hoch. Was?
Du gehst hoch, bleib da unten. Tu es nicht. Wir haben doch erst kurz. Nee. Ja, und ich muss doch entladen. Ja, ich bleib ja dann hier. Was ja eine Bubble. Ja, Schmähen, wir haben doch hier die Eskorte, da sind doch drei Leute auf den drauf, Mensch. Ja, echt mal. Ich hab den obersten Turm, können wir schon mal in Ruhe. Ich stehe an der Seite mit dem Raketenwerfer, lass mich den anvisieren. Komm, geh runter wieder, ey. Der ist nicht so. Ja, ich kann nämlich nicht mehr, ich kann nämlich gerade nicht verkaufen. Wobei, warte. Ja, ich komm wieder runter. Vielleicht geht's jetzt doch. Guck mal, die Eskorte tut ihn schon beschäftigen, ja. Oh, jetzt ist der Bildschirm ausgegangen, ich dreh durch. Oh, die kriegt doch auch Real nicht. Oder was? Aber die Schilde sind gleich weg bei der vorne. Oh, zack, bumm. Die Starrunner müsste eigentlich ordentlich auf die Nase die bekommen. Die kriegt ordentlich auf die Fresse, die Schilde sind gleich weg. Was können wir denn hier schönes was kaufen? Gelandet? Jo, ist gelandet. Wir stehen wieder, ja. Oh, hier können wir nur jede Menge Sachen kaufen, die wir nicht wieder loswerden. Kann mir jemand fragen, warum ich gerade friere und vor uns nicht? Weil es auf jeder kalt ist und der vordere Turm manchmal keine Atmosphäre generiert. Oh. Ja, super geil. Cool, wenn ich das Ziel total verschwommen sehe. Oh, Brilli, Brilli, Brilli. Schaffen sie es? Ja, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Die kriegt schon ordentlich Schaden. Jetzt hinten drauf hier alles rot. Ich sehe gar nicht. Ja, ich habe sie aufgeschalten, deswegen sehe ich es. Boah, warte, lass mich drauf schießen, lass mich drauf schießen. Komm her. Na, wo ist denn die? Fehler Viehferndüse, komm. Die ist 20 Kilometer entfernt, da triffst du sowieso nichts. Oh, wow. Ja, ist ihr könnt starten, Rendezvous 3000 über Akto, über Jumptown. Komm. Ohne Crash Center. Okay, Dreadnought kann starten. Rendezvous mit Caterpillar Red 3000 über Jumptown. Crash to Desktop ohne Crash Center, bitte noch nicht starten. Bitte noch nicht starten. Ist gerade schwer. Gut, dann warte mal. Ich lande nochmal. Ja, mein ganzes Cockpit friert hier zu, aber ey. Ach, ist ja nur Jens. Als ob Jens was sieht, wenn das Cockpit sauber ist und geputzt, was bei Drake im Übrigen nie der Fall ist. Das Problem ist, sie halt nicht. Steig einfach einmal kurz aus. Warte, nicht starten jetzt. Bleib kurz vor deinem Turret stehen und dann steigt wieder ein und bist wieder aufgewärmt. Ah ja, ich sehe es schon, ja. Hallo, Herr Dreadnought. Jetzt so. Jetzt benutzt er auch noch den Ingame-Chat. Hat dem Rock sowas geholfen, aber gut. Das schon, so. So, Dreadnought. Ja, wenn wir wieder jetzt drin, kann starten. Ja, sehr schön. Hoch mit dir. So, wir gucken auf die Uhr und wir liegen sehr gut in der Zeit, meine Lieben. Die gefrorene Scheiße jetzt mal hier weg. Na, wo ist denn der andere Caterpillar hin? Sie nicht mehr da. Nee. Also wenn ich so fighten muss, nur weil ich diese scheiß Back hier hab, oder so. Die andere Kette aber vorhin auch nicht gesehen, ne? Muss ich mal ehrlich gesagt. Funktioniert überhaupt was in dem Spiel? Das ist immer noch alles zugefroren hier. Wie gesagt, du gehst eine Zeit lang raus, musst dich erst wieder aufwärmen, was natürlich nicht sofort funktioniert. Dann hast du wieder eine Zeit lang, bis du wieder anfängst zu frieren. Hast du sie gefunden? Ja, sie sind 700 Meter über uns. Na dann flieg mal dichter ran. Ich wollte gerade sagen, ich steig mal kurz aus dem Turm aus, aber hinterher so fliegst du. Die habe ich vielleicht noch. Das könnte durchaus passieren, ja. Okay, jetzt sind es 150 Meter. So, neues Ziel. Lyria. Ja. Leverage Mineral Reserve. Ist es warm dort? Nein. Oh, ist jetzt? Auf gar keinen Fall ist das warm dort. Ach, leck mich. Pinguin, feige Sau. Hast du?
Jahrhunddüse an alle. Neues Ziel: Arkorp, Lyria, Loverage, Mineral Reserve. Kommen. Feige Sau, der Pinguin. Ah, ich brauche jetzt einen blauen Planeten, ey. Ja, du hast jetzt ganz viel wie Zeit in dem Weltall. Loverage Mineral Reserve. Ich habe gerade Funkspruch gekriegt. Wie heißt das Ding? Ich hätte jetzt mal den Bürgermeister von Wesel sagen müssen. Auf nach Arkor. Nein, so ein bisschen Funkdisziplin aber ja auch noch. Ne? Caterpillar Black jetzt im Quantum Drive. Quantum Jump heißt es dann, ne? Ich trottel. Ich habe gerade Quantum Drive gesagt, dass wir im Quantum Drive sind. Naja, egal. Ja, wir sitzen jetzt alle in diesem kleinen Metallkasten. Ja, habe ich gerade auch gedacht. Auch sehr schön. Auf dem Weg zurück. So ein Kommentarverschnitt. Na, nice. Und mein letztes. Ich muss mal sehen, dass mein Kumpel wieder Zeit hat zum Einkaufen gehen für mich. Oder mit mir. Langsam enge. So, war irgendwas gefährlich. So bin ich eigentlich immer noch im Freeze-Mode. Das gibt's doch nicht. Land da mal irgendwo. Sonst ja, steig doch mal aus. Steig doch jetzt mal aus, jetzt springt der ja gar nicht. Okay. Ich will dann, aber gerade springen. Nein, warte, ich bin gerade aufgestiegen. Er klebt da gleich hinten irgendwo an der Wand. Oder er backt einfach durch die Wand durch und landet irgendwo im Verse. Wenn ich jetzt aber stehe und du warpst, dann geht's, oder? Dann ist alles okay. Ja. Gut, okay, dann bleib ich mal stehen. Weißt du, warum das hier so kalt ist, wenn die Lupe vorne offen ist? Das würde sogar so machen. Wenn jemand was an die Eskorte ja, melden kann, bitte kurz im Channel. Ja, aber kein Sammelschirm von mir brauchen. Nee. Doch. So, verstanden. Das ist eine Scheibe hier? Ja. Okay. Oh ja, es wärmt sich auf, ich merke schon. Oh, sehr schön. Sonst stell dich doch mal rechts in den Flügel rein, da wo der Traktorstrahl ist. Mhm. Klar. Ich gebe dir dann einfach Signal, wenn du wieder in den Turm rein sollst, also sprich auf Gefechtsstation, und läufst halt eben wieder hin. Solange wie du nicht im Quantum Travel ist, ist alles super. Also ich könnte jetzt... Er kann jetzt, ja direkt beim Turm stehen bleiben, das ist ja kein Problem. Ich bin direkt beim Turm, ich könnte jetzt noch wieder einsteigen, ich bin aufgewärmt. Oder, warte mal. Ja. Bist du wieder drin? Nee, warte. Nein, er steht mit dem Mobi-Glas da. Jo, Moment. Aber, Moment. Setz mich gerade rein. Minus 8 Kreuz, muss gehen. Jo, bin ja da. Kannst. I'm ready. Minus 10 Grad. Okay. Das geht ja noch, der hält's ein bisschen länger aus. Minus 11. B6 ist gerade hinter uns aufgetaucht. Mhm. Cyclest du die ganze Zeit durch? Oder guckst nach hinten und... Nee, ich guck nach hinten. Aber ich muss sagen, das ist jetzt noch ein kleiner Test, wie viel die Cat aushält. Natürlich hält sie viel aus mit den Schilden drin. Und B, mit zwei Gunnern geht das eigentlich voll, ne? Außer halt eben bei der Tardon, aber die ist auch momentan übermächtig schnell. Das wird auch bald vorbei sein. Du bist OP, das Ding, oder? Ja. Also von der Schnelligkeit her. Momentan definitiv. Oh, und wir landen schon. Es ist nämlich ganz gut, wenn wir vorweg springen, weil dann kann ich nämlich in Ruhe aussteigen und dann die Schiffe B und entladen. Ja, wenn wir jetzt kurz gelandet sind, dann kann ich jetzt auch mal kurz nochmal aussteigen und mich richtig doll aufwärmen. Ja. Ich weiß nicht, ob das geht auf einer Eisfläche. Ja, warum hast du auch so eine Eisplaneten ausgesucht? Ey, heide Witzka, ey. Ja, also davon gibt's im Burst so viele. Ja. Vor allem sind das immer die da, wo es keine Mistzonen gibt. Geh ich in den Schiffsraum rein? Da war es schön warm. Nein, ich will doch hier die Treppe runter, du Arsch. Geh nach oben. Ich kann nicht meckern hier hinten. Bei mir ist ja direkt der Maschinenraum. Ich hab's hier immer warm. Schön für dich. Du wolltest ja nach oben. Ich wusste nicht, dass der Turm so kalt ist. Auch hier ist ja herzlichstes Wetter heute.
Ist das Fledervieh schon irgendwie im Anflug? Ich hätte irgendeiner warnen können, so von wegen der Vorher, pass auf. Der Turm, ne? Der ist arschkalt. Die Heizung ist ausgefallen oder so, was? Hätte ich mich ja da hinsetzen müssen. Ich sehe sie leider nicht. So. Da hinten läuft der Bob schon wieder als Sicherheit. Linker Raketenwerfer ist ausgefahren. Ja. Yep. Andere Caterpillar 400 Meter entfernt. Ja, sehr schön. Dann landen die ja gleich. Müssen wir doch schon sehen, das dicke Ding. Ach, genau über mir. Ja, ich halte. P6 fliegt die jetzt. Okay. Ah, okay. Vielleicht. Nee, ich hatte gerade noch Malu angezeigt bekommen, dass er noch fliegt. Bei mir wird jetzt nur P6 dort angezeigt. Vielleicht haben wir ja jetzt auch das großartige Glück, dass wir erstmal nicht von den beiden verfolgt werden, von unseren beiden Jägern. Mann. Ja, vielleicht ist denen der Sprung zu weit. Wer weiß. So, dann gehe ich mal handeln, wa? Genau, besuch uns du, Geld. Du, was du nicht lassen kannst. Noch Geld. So, der böse kämpfende Pinguin meldet sich wieder zurück. Verstanden, der böse kämpfende Pinguin. Sollen wir dich in Zukunft ja, Kowalski nennen? Oder sollen wir ihn in Zukunft Kowalski nennen? Escorte, hier Catch Red. Hier ist irgendwas Schönes vorbeigeschossen. Bitte mal durchscannen. Ich weiß gerade, ja. Ich hab's anvisiert, ich weiß nicht, gehört er zu uns? Name? Ich bin Ego, ich kann nichts scannen. Achso, warte. Ich hab das Ganze weitergegeben, Catch Red. Ich bin noch in Quantum Travel, ich brauch noch. Aber ich denke, dass Willi wird sich drum gemacht. 3 Uhr. Willi ist check. Ein kleinen Falter. Nö, ich habe hier keine Feindziele. Nö. Okay. Ist nichts. Alles cool. Die gehören alle zu uns, die hier rumeiern. Ich guck mal nach, was man hier jetzt noch welche schönes kaufen Informationen kann. Informationen werden gewünscht. Gut, dann kann ich noch mal rausgehen. Und nämlich minus 40 Grad hier oben. Warum ist der Turm nicht ab? Das ist doch schon wieder. Heizung ausgefallen. Dem ist der Caterpillar? 86,8%. Deine? Das sind meine, 86,8%. Kannst du bitte mal für das nächste Mal wieder die Heizung reparieren? Im Turm? Ey, das ist eine Pirate Edition, da wird halt auf gewisse Dinge verzichtet. Ja, ja, Piraten müssen abgeerdet sein. Genau. Okay. Hätte ich jetzt. Als die zweite Karte, die erste Karte hieß. So, bye. So. Oh, irgendwie spinnt das Panel gerade rum. Ich kann hier nichts kaufen. Was kann ich denn hier kaufen? Guck mal an hier. Schwarze Caterpillar bei 92%. Wow. Hey, ich kann Hydrogen kann ich hier zumindest kaufen. Was mit Fluorin? Cool, diese komischen Komponenten-Housing, roten Dinger hier oben, die haben gar keine Kollision. Jetzt klatschen wir die Dinger nochmal voll. Oh geil, ja, klatsch mal voll, ich will mal hier sehen, wie der Laderaum hier voll wird. Ja, ich mach gerade die normale Caterpillar voll. So. Aber dann kann unser kleiner Pinguin mit seinen lustigen Waffen gar nicht mehr rausschießen. Jetzt hab ich Bob, ich hab gerade überlegen müssen. Und so, wir werden jetzt auch mit Fluorin beladen, ne? Also es wird jetzt eine. Alter! Der regt mich ja so auf hier, der scheiß Bildschirm. Was beladen wir jetzt? Bier? Fluorine. Ach, Urine. Achso, ja. Oh, Fluorine. Hey, das ist ja geil. Ja, ich stehe so da. Plopp. Bob, dreh dich mal um. Ich hab ja die Leitern. Leiter aufklettern. Fledervieh hören diese kommen. Aber wie? Ja, ich frag mich sowieso, wie das dann später wird. So, wir haben jetzt fast unsere Ladung von Zellen gelöscht, haben jetzt explosive Stoffe Fluorine aufgenommen. Also Vorsicht, wo ihr hingegenfliegt. Ich komm jetzt einfach aus dem Turm raus, ja. Bevor du in den Warp gehst, sag bitte Bescheid, check. Dann tue ich den Turm wieder einsteigen. Wow! Okay, das hat gerumst. Was war das? Du hast gerade unsere Schilde auch getroffen, ne? Ja, ich hab gar nicht getroffen. Nee. Bob! Oh, die gehen auf die Cat oben, ne?
Wo sind die? Wo sind die? Ach, Mr. Wayhead. Dreadnought, ich komme jetzt rein. Bob, wieder an Bord. Ich bin im Turm. Bob. Ja, ja, geil, ich bin runtergefallen. Bob, du bist runtergefallen. Ich schicke dir den Aufzug direkt wieder runter. Jo. Hat's gerade jemand von uns zerrissen? Nein. Nein, alles gut. Oh, die schießen. Eine Harbinger fliegt über uns rum. Hm, ja, ich sehe es. Was ist die hier? Oh, toll, ich werde schon wieder gefriest, ja, natürlich. Okay. Du kannst starten von mir aus. Ja, starten, treffen bei 5000 mit der Red. Attacke. Wie die scheiß Harbinger. Danach neues Ziel: Microtech, The Necropolis. Du willst mich echt verarschen, oder? Willst du eigentlich mit Absicht so Schnipperläden aus? Ja. Alles vereist. Obwohl, jetzt geht's minus 8 Grad, minus 7 Grad, jetzt schätze ich funktionieren. Jetzt balla 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 balla, du Drecksack, komm her. Nicht mehr genug Quantum Fury. Echt nicht? Dann tanken wir hier auf den nahegelegensten Punkt zum Springen. Tanken auf Munition und reparieren, oder? Wo können wir denn hier noch tanken? Auf Lyria? Wer weiß das? Mich brauchst du nicht fragen, keine Ahnung. Lass mich kurz gucken. Irgendein Mining Facility gibt's hier. Ja, Moment, dabei. Shubing Mining Facility SAL2. SAL2. Yep. Alles klar. Dann setz schon mal kurz drauf. Neuer Kurs, Lyria, Shubing Mining Facility SAL2. Dort tanken wir alle auf. Danach geht es nämlich nach Microtech kommen. Geil. Auf Munitionieren und reparieren. Dann geht das Torwinzen von wieder zu. Wir kämpfen hier gerade noch gegen die Harbinger. Ja, ja, macht sie weg. Ja, genau. Kratz dir von der Kanzel ab. Auflassen. Wir kommen ziemlich nah neben dem Berg da. Das Dreadnought ist normal. Ja. Ja, ich sitze ja vorne an der Kanzel, weißt du? Für mich sieht das ein bisschen anders aus als da hinten. Dreadnought drückt das Ding jetzt auch einfach nach unten und ich jump raus und leg mich wahrscheinlich direkt auf die Fresse. Was will ich jetzt? Ist gut. Wir sind unten. Nee, das gefällt mir nicht. Das muss ich vielleicht ändern. Ja, ich spring dann über eine Seitentür raus, ja. Ja, ja, weil reinkommt zu hier. Ja, aber er kommt hier nicht mehr rein. Warte mal, ich geh mal kurz aus dem Turm raus. Ja, selbst meine Kanonen komplett runterdrehen, ohne die Kette anzuheben. Okay, jetzt werde ich mal mit aufwärmen hier, ey. Alter Schwede. Er ist ja immer noch im Schiff. Ja, ja, ich bin heute mal einen anderen Weg gegangen, der hat irgendwie länger gedauert. Ich steig auch erst aus, wenn du gelandet bist, weil ich nicht weiß, wie du mich wieder durch die Gegend drückst. Was machen wir jetzt hier eigentlich? Achso, kann ich doch durch einen Aufzug raus? Dann nehme ich den Aufzug. Ja, du kannst durch den Aufzug raus. Und wenn du ihn unten lässt, kann ich ihn ja so positionieren, dass du da auch wieder einsteigen kannst. Das ist aber nett von dir. Oh ja, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Ein bisschen ist gut. Ey, wo bin ich jetzt drin? An der rechten Außenkante? Meine Güte, wie stehst du denn hier mit dem Ding, ey? Du hast gesagt, einfach runterdrücken. Ich hab gesagt, du drückst sie mal. Guck dir mal die anderen an! Die sind ja noch göttlicher gelandet. Warum? Ich jetzt auf den Feuerknopf drücken. Ey, bleib locker, ja? Du heißt nicht ohne Grund Leger. Geh rein, sonst drück ich dich weg mit dem Triebwerk. Hat der alle draußen? Hat er Plups gemacht? Nee. Ich sitze ja unten an meinem Turret, kann den, der steigt doch direkt vor meiner Nase aus, immer. Genau, der sieht mich immer. Ich renne hier gerade durchs Schiff. Geh nicht nach draußen, wir fliegen gerade wieder. Okay. Nicht in den Fahrstuhl, der ausgefahren ist. Nee, ich bin hier. Hier war ich wirklich schon ewig nicht mehr. Und Lauf gerade. War ich aber auch schon ewig. Wie sind wir denn hier damals mal mit der... Ah, genau, ja. Dreadnought dreht sich jetzt richtig. So sind wir mal gelandet. Die spawnt, glaub noch. Ich sehe da nämlich nur irgendwie... So kleine Kisten, ne? Klein... Ah, jetzt taucht so langsam was auf. Achtung, weiter weg bleiben. Bei mir nehme ich noch nicht. Das spawnt. Ich bei mir schon ist die, auch noch nur dieser die Fahne. Turm und diese paar Kisten. Genau, der Turm ist bei mir gerade eben aufgetaucht erst. Gleich ploppen wir mit voller Wucht oben Richtung Alde. Fluh!
Oder haben sie hier Pinguin vergessen? Pinguin 42 meldet voller Stolz, Crime Stat 5. Sehr schön. Ja. Ich habe gerade Nachricht bekommen. Pinguin meldet voller Stolz, Crime Stat 5. Ah, ja, die Station. Eine Station. Pinguin meldet Crime Stat 5, voller Stolz. Erstaunlich. Sag beste Grüße von der Chaos Gang. Wir werden gerade wieder beschossen. Von der Chaos Gang. Ja, ist doch schön. Ist das jetzt dein Ernst? Und schöne Grüße von der Chaos Crew der Caterpillar Black. Ich hab hier Gebüsch bei mir im Tor drin. Er ist absichtlich so gelandet. Auch du brauchst ein bisschen Grün. Das fummelt mit meiner Nase. Nee, ich muss hier raus. Das fummelt mit meiner Nase rum. Nee, der weg hier. Komm mal hoch, Fahrstuhl. Oh. Na, hoffentlich hat er wenigstens so gut geparkt, dass ich jetzt hier nicht rausspringen muss auf dem Fahrstuhl, wenn ich mir das hier so angucke. Aber eins muss ich sagen: Headtracking im Turret ist richtig geil. Oh, geil, endlich! Was? Ach, hier, ich hab hier jemanden, der macht immer geile Tutorials für Unreal Film, für Unreal Engine. Und der hat jetzt drüber gemacht für Leveling Up und XP-System. Genau das suche ich schon die ganze Zeit. Oh, sehr schön. Ich hab mich, kenne mich mit dem ganzen Skript-Blueprint-Programmierscheiß noch nicht aus, was? Dann schreib doch mal übers Forum den Malte an. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei uns. Wir hatten gerade eben ein 30k und wieder erwartend sind einige von uns wieder in ihren Schiffen aufgewacht. Zumindest ist meine Caterpillar Black noch auf Microtech gewesen und ich werde jetzt den letzten Weg gehen mit vollem Tank, wie ihr hier sehen könnt, mit vollem Tank zurück nach Grimhex fliegen, leider alleine. Wir werden heute uns jetzt noch den schönen Abend gönnen und ganz einfach die Leute, die jetzt Fat Crime Stat haben, davon befreien bzw. ihnen helfen, dass sie wieder unschuldige Bürger dieses Universums werden und das macht man als Katalaner natürlich nicht durch Absetzen von irgendwelchen Strafen. Also, mir hat es heute riesen Spaß gemacht. Ich bin, sobald es geht, wieder mit bei der Rohstoffschlacht im Frachtraumschiff von Iridium mit dabei. Und ja, ich sag bis bald. Euer Herr, ne?